Ihr Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio, unsere Ausgabe von Dienstag auf Mittwoch, freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Bin sehr gespannt auf euch und eure Anrufe. Der erste Anrufer, die erste Anruferin ist die Saskia. Saskia ist 20 Jahre alt. Grüße dich. Hallo Saskia. Hallo. Schön, dass du da bist. Um was geht's dir? Mein Freund ist rechtsradikal. Dein Freund ist rechtsradikal? Ja. Das ist dann weniger lustig. Nein, ist nicht lustig. Wie lange bist du mit ihm zusammen? Seit 2 Monaten ungefähr. Wusstest du das von Anfang an? Nein. Wie hast du es dann erfahren? Also, es war so, ich bin mit ihm zusammengekommen und es ist so, ich bin ein total sozialer Mensch. Ich fange jetzt ab Dienstag in einem Behindertenheim an. Und mein bester Freund ist ein Halbschwarzer und schwul. Eine Freundin von mir, die kommt aus Kolumbien. Und also ich habe Freunde von überall her quasi. Und ich habe. Wo hast du denn, in welchem Zusammenhang hast du denn deinen Freund kennengelernt? Also ich arbeite in einer Kneipe. Und ich hatte, also ich habe eben Schichtdienst quasi da. Und ich hatte an dem Abend eben 2 Uhr aus und er hat mich angesprochen. Und er hat aber überhaupt nicht rechtsradikal ausgeschaut oder so. Also es war jetzt irgendwie halt, also er hat auf mich zumindest nicht so gewirkt. Ja. Ich hatte schon leicht die Vermutung irgendwo, weil er eben so kurze Haare hatte und Freunde mit Glatzen dabei hatte. Ja, na gut, das ist nicht unbedingt ein Indiz, aber... Ja, es kam mir eben einfach schon so vor. Ja. Aber ich habe es jetzt nicht direkt gemerkt und ich bin eben mit ihm, also ich bin dann mit ihm 2 Wochen lang, haben wir uns unter der Woche getroffen und sind weggegangen, also und haben uns unterhalten, sehr intensiv, und er hat mir alles Mögliche erzählt aus seinem Leben und so, aber nie irgendwie so richtig davon was erwähnt eben. So, und wie ist es jetzt ans Tageslicht gekommen? Ich bin zu ihm gekommen nach Hause und bei ihm daheim hang eine SS-Flagge, eine Hitlerjugendflagge und eine Hakenkreuzflagge. Was habe ich da gerade im Hintergrund gehört? Sind da Leute bei dir? Ich bin gerade bei meiner Freundin und ihr Handy hat geklingelt. Achso, und die gackern rum? Ja. Aha, da bist du also zu ihm nach Hause gekommen und hast dann die ganzen Utensilien da gesehen. Genau. Das war wahrscheinlich ein Schock. Ich habe gesagt, dass ich nicht da schlafen kann, wenn sowas neben mir hängt quasi. Wie hat er das denn versucht, dir zu erklären? Ihm war doch wahrscheinlich klar, wenn du da reinkommst und das siehst, dass du da nicht Beifall klatschen wirst. Ja, oh, das ist schwer zu erklären. Ich habe halt einfach gesagt, dass ich halt eben nicht neben sowas schlafen kann. Und ja, er hat die Flaggen für mich abgenommen. So, habt ihr denn dann, hast du denn da geschlafen? Ja. Ja. Hast du denn mit ihm dann vielleicht am nächsten Morgen mal versucht, intensiver über alles zu reden? Ja, also ich habe schon mit ihm, ich habe mit ihm diskutiert öfters. Klingt jetzt blöd, aber wenn wir betrunken waren, weil in mir dann das Thema einfach hochgekommen ist quasi. Und es war dann immer eben so, dass ich mit ihm diskutiert habe oder ich immer noch mit ihm diskutiere und er irgendwann keine Argumente mehr bringen kann. Also er. Und wenn er dann keine Argumente mehr hat, ist er dann aggressiv oder hast du das Gefühl, dass er irgendwie nachdenklich wird? Also nee, aggressiv mir gegenüber war er noch nie. Also er hat noch gar keine aggressive Äußerung gezeigt, noch gar nichts irgendwie Aggressives oder so. Ich meine auch in dem Moment, wo er nicht so weiter mehr weiß. Ist er denn irgendwie eingeschnappt oder zickig oder irgendwas? Oder meinst du, dass er vielleicht wirklich ein bisschen ins Nachdenken kommt? Er kommt ins Nachdenken und stimmt mir sogar zu. Ah ja, das ist doch schon mal in Ordnung. Das ist auf jeden Fall, und er sagt ja auch zu mir, dass er aussteigen will. Wie alt ist er? Er ist 23. 23, und wie lange ist er dabei? Seit 2, 3 Jahren. Weißt du, wie er da reingekommen ist? Also er hat mittlere Reife gemacht. Dann hat er eine ganz normale Ausbildung als Schlosser gemacht. Und dann ist er irgendwie in eine Schlägerei geraten oder so, keine Ahnung, das weiß ich nicht so ganz genau. Auf jeden Fall ist er dann in den Knast gekommen. Und als er im Knast war, hat irgendwie keiner ihm mehr geschrieben und keiner hat ihn mehr kontaktiert. Und dann ist er rausgekommen. Und die ersten Leute quasi, die auf ihn zugekommen sind und die ihm zugehalten waren, waren diese Leute. Und da hat er eben gemeint, da hat er wieder was von Vereinigkeit und was weiß ich. Verstehe. Also die haben halt wieder zu ihm gehalten und so.
Und es waren halt, er hat halt zu mir gemeint, auch das waren einfach Leute, die einfach dann irgendwie für ihn da waren und die halt was von Gemeinschaft gezeigt haben und so. Verstehe, das ist natürlich ein guter Köder. Für Leute, die in einer solchen Situation sind, wie dein Freund war. Nachdem du das jetzt erfahren hast und mitbekommen hast, hat dein Gefühl sich verändert für ihn? Du bist offensichtlich ja verliebt gewesen. Oh ja. Bist du es immer noch? Ja. Ja. So. Also es ist mittlerweile so, dass also wir waren einen Monat zusammen, ich hatte Geburtstag und er hat mir eine Kurzgeschichte geschrieben. Mhm. Über einen Menschen quasi, also die Kurzgeschichte ging ungefähr so halt, dass er eine Frau kennenlernt, er ist voll der Skinhead oder wie auch immer und dass die Frau ihn quasi total verändert und dass er dann irgendwann die Frau wieder sieht, dass sie einen neuen hat, der auch wieder ein Skinhead ist halt, das ist so auf die lustige Weise quasi. Aber also was ich eben total komisch finde, ist, also mein Gefühl für ihn hat sich nicht verändert deswegen. Aber was ich total komisch finde, ist eben, dass er, wenn er mit mir zusammen ist, dann ist er total lieb und nett und er öffnet sich mir und er hat auch schon vor mir geweint. Und aber wenn er mit seinen Kumpels dann ist er einfach total anders. Also natürlich, da hat er ja eine ganz andere Rolle. Hast du von diesen Kumpels Leute schon kennengelernt, näher? Ja. Hat er dich mitgenommen mal zu Versammlungen oder Treffen? Nein, zu sowas, also habe ich gesagt, will ich nie mitgehen. Ja. Also zu diesen, es ist eben so eine Vereinigung und zu diesen Treffen will ich nie mitgehen. Und aber ich war schon mit diesen Kumpels trinken quasi. Und da war eben zum Beispiel ein Abend und da waren wir eben alle da gesessen, total betrunken, irgendwie in der Kneipe. Und dann hat halt ein Kumpel von ihm irgendwie gemeint so, ja, wir stoßen jetzt an und hat halt gemeint, Heil Hitler. Und ich habe mich einfach geweigert, damit anzustoßen. Und haben die dich dann in Ruhe gelassen oder haben die dich ausgegrenzt? Nee, der hat dann, also der Kumpel ist dann, hat dann eben zu mir gemeint, ach so, du bist so eine Punker-Fotze. Und lauter so ein Zeug halt. Und ich habe halt dann gemeint so, ja, ja, bin ich vollkommen und so. Weil ich wollte halt nicht drauf einsteigen, ich wollte jetzt nicht auf Konfrontation gehen oder so. Also Saskia, weißt du, was ich finde? Ich finde, du bist verliebt in diesen jungen Mann. Ja. Und die Tatsache, dass er im Moment diesen Kreisen angehört, sollte kein Grund für dich sein, dich von ihm zu trennen. Im Gegenteil. Ich finde, du hast die hervorragende Chance, so wie du es gerade auch geschildert hast, ihn da rauszuholen. Offensichtlich scheint er ja zugänglich zu sein. Ja, und das auf jeden Fall. Vielleicht bist du ein ganz, ganz wichtiges Bindeglied für ihn, irgendwann wieder richtigen Boden unter die Füße zu bekommen. Insofern würde ich dich da wirklich nur ermutigen, nutze die, ich sag's mal ganz pathetisch jetzt, nutze mal die Kraft der Liebe oder des Verliebtseins, ihn wieder in die Mitte der Gesellschaft zu holen, zu uns allen. Wie reagieren denn deine Freunde darauf, dass du mit einem Neonazi zusammen bist? Also mein bester Freund, der schwul ist und farbig? Genau. Ja. Der versteht sich super mit ihm. Ist doch auch schon mal ein Anfang. Ja, das ist doch wunderbar. Was meinst du, was der, also ich meine jetzt dein Freund, was der ins Nachdenken kommt durch dich? Das hat er auch schon zu mir gesagt. Er hat auch schon gemeint, so, oh mein Gott, ich unterhalte mich hier mit dem besten Freund, der quasi farbig ist und schwul. Aber er mag ihn eben auch total, also die mögen sich beide eben einfach total gerne und haben sich schon total gut unterhalten. Also weil mein bester Freund ist eben auch total politisch orientiert und der kennt sich total aus. Und die haben dann eben auch schon Diskussionen geführt, wo mein bester Freund quasi meinen Freund ausgebuhlt hat, irgendwann auch mit seinen Argumenten. Und von daher, also die verstehen sich super, das ist ja eben das halt. Also ich habe schon einige Geschichten gehört von der Macht der Frauen, nämlich der Freundin, dass Jungs, die in der Szene sind, durch Freundinnen rausgeholt wurden. Und das finde ich immer eine gute Sache, wenn ich das höre. Ja, es ist nur, er sagt halt eben auch zu mir, ich meine, da verstehe ich ihn auch, wenn er sich jetzt auf mich komplett einlässt halt und er sagt, okay, ich will da raus und alles, wenn ich ihn jetzt verlassen würde, er würde total alleine da stehen, das sagt er halt auch immer. Gut, das ist natürlich alles kompliziert und das braucht auch seine Zeit. Ja. Und natürlich muss er dann auch mühsam einen anderen Kreis um sich herum aufbauen. Das ist ja immer das Problem, wenn man da rausgeht. Aber du bist der große und wichtige Anfang davon. Und du hast gesagt, dass ihr 2 Monate erst zusammen seid. Ja. Ja, das ist ja noch gar nicht lange. Ja, ich weiß. Ich hatte davor auch schon eine 3-jährige Beziehung. Und von daher ist es für mich jetzt auch überhaupt nicht lange. Und ich war
3 Jahre mit meinem Freund zusammen und jetzt war ich 2 Jahre lang alleine. Mhm. Und jetzt, das ist der erste Mann, auf den ich mich eingelassen habe und deswegen wundere ich mich quasi über mich selber, dass ich mich quasi auf so einen eingelassen habe, sozusagen halt. Wobei du das ja nicht wusstest am Anfang. Nein, nein. Das ja, ist aber er hat dir dann ja auch, so wie du es mir gerade geschildert hast, doch schon so viele Signale gegeben, dass er nicht betonköpfig ist. Mhm. Und ich glaube, du hast auch die Hoffnung, dass du schaffst. Ja. Ne? So schien mir das so, wie du es erzählt hast. Ja. Aber du hast mich angerufen, um mir das mal so einfach zu erzählen, oder bist du doch unsicher, wie du dich verhalten sollst? Ich bin schon unsicher. Ja. Weil ich auch Angst habe, dass, also er hat auch gemeint, so ja, wenn er eben aussteigen würde aus dieser Vereinigung und so, dass er eben total auf die Fresse bekommen würde sozusagen. Und ich habe halt auch Angst, dass quasi, es klingt jetzt blöd, aber dass mir vielleicht irgendwas passieren könnte. Verstehe, muss man auch sehr ernst nehmen. Man muss alles ernst nehmen, was damit zusammenhängt, definitiv. Weil, also er hat mir eben erzählt, der Letzte, der eben ausgestiegen ist, der lag halt im Koma. Mhm. Und das ist halt alles nicht so toll einfach. Mhm. Und das ist halt, ich habe halt auch irgendwie Angst, dass er mich nur als Punkt nimmt, um da auszusteigen. Mhm. Oder dass ich ihn auch irgendwie, also weil ich ja eben schon immer was Soziales machen wollte und Menschen helfen will und so, das klingt komisch, aber dass ich ihn auch irgendwie nehmen will, um ihm einfach zu helfen. Also das ist vielleicht... Also dass du dein Helfersyndrom bedienst, genau, und er dich quasi ausnutzt. Na gut, das ist jetzt tief in die Psychologie gegriffen. Ja. Was ich sehr ernst nehme, ist einfach seine Angst und auch deine Angst. Mhm. Da würde ich dir gerne jetzt gleich nochmal ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten. Nicht ein psychologisches Gespräch, sondern wir werden dir mal ein paar Adressen an die Hand geben, mhm, für Aussteiger und auch sicher für Hilfeleistungen für Angehörige von Aussteigern. Mhm. Da kannst du dich mit sehr fachkundigen Leuten mal unterhalten, die diese Szene und alles sehr, sehr gut kennen und sicher hilfreiche Tipps noch bekommen. Ja. Ja? Machen wir es so? Machen wir. Dann legst du auf und Peter, mein Psychologe, ruft dich an und versorgt dich mit den entsprechenden Informationen. Okay. Alles Gute. Ich danke dir, dass du mich zurückgerufen hast. Ja. Deine Sendung ist super. Danke sehr. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Wir sind seit gestern aus der Sommerpause wieder zurück. Wir sind live hier in Köln im WDR, im WDR-Fernsehen und im Radio bei 1 Live. Und ihr könnt anrufen zu jedem Thema und wir reden, diskutieren, plaudern, streiten, wie ihr das wollt. 0800 220 5050. Weiter geht es mit Annette. Annette ist 47. Hallo Annette. Ja, hallo Domian. Grüße dich. Um was geht's bei dir? Erstmal tolle Sendung. Ich gucke dich seit mindestens schon 10 Jahren. Dankeschön. Und zwar als Folgendes. Ich habe also vor 6 Wochen erfahren von meinem Sohn, dass er homosexuell ist. Mhm. Wie alt ist er? 19. Mhm. Hat er es dir gesagt? Ja, also zunächst hat er erstmal gesagt, er wäre bei einer Freundin und ist so am Wochenende weggefahren. Mhm. Und wir haben also ein ganz vertrauenswürdiges, tolles Verhältnis immer zusammen gehabt. Bist du alleinerziehend? Ja, mein Mann ist vor einigen Jahren gestorben. Mhm. Und und dann haben wir Sachen, habe ich dann mal so geguckt. Ich sag, zeig mir doch mal ein Foto, da kam nichts und so kannte ich ihn gar nicht. Mhm. Und wie er dann wieder mal weg war, habe ich dann unterm Bett Sachen gefunden, also ganz teure, also so Budapest-Schuhe und Handys und also Wahnsinn. Also wo wir normalerweise so viel Geld haben, wir nicht. Mhm. Wir sind also eine ganz normale, gut bürgerliche Familie, sag ich mal. Und ja, aber solche Sachen, weiß ich nicht. Und irgendwann und nachts habe ich im SMS geschrieben, wo bist du? Dann gib mir doch mal deine Freundin. Und irgendwann kam dann die SMS, Mama, ich bin schwul, ich bin glücklich. Und dann hat er nachher zurückgerufen. Dann ist er mit einem 61-jährigen Mann zusammen. Ach, das ist ja für dich dann zweimal ein Hammer, ja, wenn das erste überhaupt noch ein Hammer war. Also da habe ich keine Probleme mit. Keine Probleme mit, das ist schon mal gut. Überhaupt nicht. Aber da hatte ich doch ein fettes Problem, das muss ich ganz ehrlich sagen. Daher auch die teuren Sachen unterm Bett. Richtig. Da bin ich also am nächsten Tag dahin gefahren. Ja. Ich wurde, muss ich sagen, da wunderbar empfangen. Die Frau ist also ständig unterwegs, er ist verheiratet, hat ein Kind. Das wahrscheinlich älter ist als dein Sohn? 2 Jahre jünger. 2 Jahre jünger, mhm. Ach, lass mich doch so nacheinander fragen. Dein Sohn hat dir dann gleich die Adresse von seinem 61-jährigen Freund gegeben und war auch damit einverstanden, dass du da hinfährst? Ja. Ah ja. Ja, wie war denn die Situation? Das war für dich auch ein dann viel älterer Mann. Du bist 47. Ja. Wie war das dann? Also ich weiß es nicht. Ich
unter Schock bin ich da hingefahren. Das war nur noch über 300 Kilometer. Mhm. Und gut, da bin ich nett empfangen worden. Mir wurde erklärt von ihm, jetzt von dem älteren Herrn, also, dass das alles in Ordnung ist und sie würden sich lieben und er hätte das auch anfangs nicht gewollt und naja. Wie und wo haben die sich denn kennengelernt? Per Internet. Mhm. Wie man sich heute so kennenlernt. Richtig. Und ich weiß also, ich habe einfach Angst, ich sage das mal ganz deutlich, dass das pädophile Neigungen von diesem Herrn sind. Mhm. Mein Sohn sieht auch noch wesentlich jünger aus. Also wenn ich mit dem irgendwo hingehe oder er auch, ne, dann heißt Ausweis zeigen, der sieht aus wie 16. Mhm. Wie lange hat das Gespräch zwischen dir und dem Herrn gedauert? Ich war da 3 Stunden. 3 Stunden? Mhm. Und was hat er denn so für einen Eindruck auf dich gemacht? Also an und für sich ganz nett. Ganz nett. Mhm. Und trotzdem, ne, man macht sich doch irgendwie verdammt Sorgen. Also, ja. Es ist in der Tat so schwer nachzuvollziehen. 61 und 19. Ja. Es ist, und dann hat er ja auch eine Familie. Und er hat eine Familie, die von seinen Neigungen nichts weiß? Doch. Die weiß angeblich das? Angeblich ja. Der Frau wäre das auch nicht so recht, wurde mir erklärt. Mhm. Aber und der Sohn, der hätte es ganz locker hingenommen. Mhm. Vielleicht bin ich ja auch in der verkehrten Gesellschaft. Vielleicht sehe ich das nicht locker genug. Also ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, damit umzugehen. Ist dein Sohn denn öfters bei... Dieser? Ja, die sehen sich fast jedes Wochenende. Ja, aber die Familie ist doch dann auch nicht immer weg? Nein, die sind doch. Doch. Also das wird immer so getrickst, dass die nicht dabei sind. Was macht denn der Mann vom Beruf? Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber er ist wohlhabend? Sehr wohlhabend und steht auch im öffentlichen Leben. Und steht im öffentlichen Leben? Ja. Den würde ich glatt kennen? Könnte sein. Oh. Dass er dann nämlich Angst hat, dass das irgendwie öffentlich wird, was er da macht. Ja, das denke ich auch. Mhm. Wie lange geht das jetzt schon so? Zeit, also offiziell 5 oder 6 Wochen, so um den Dreh rum. Mhm. Wo ich es jetzt weiß. So, jetzt hast du 3 Stunden mit dem Mann geredet, der 61 Jahre alt ist. Dann hast du wahrscheinlich auch viele Stunden mit deinem 19-jährigen Sohn gesprochen. Stundenlang. Wie erklärt er die ganze Sache dir denn? Also einfach nur, er liebt ihn und wenn ich Fragen hätte, dann kriege ich gesagt, ich soll den älteren Herren fragen. Ich sage, Moment mal, ich rede mit dir, du bist mein Sohn. Ja. Welche Frage zum Beispiel mag er denn nicht beantworten, deinen Sohn? Also wenn ich anfange, ich könnte ja mal die Frau anrufen oder so, also dann wird er aggressiv. Mhm. Zum Beispiel. Mhm. Oder ich meine, ich traue mich auch jetzt nicht zu fragen, ob da sexuelle Handlungen stattfinden. Ich habe nur mal da geguckt, wie er mal weg war und habe dann Bilder gesehen, wo die zwei halt eben mit freiem Oberkörper im 5-Sterne-Hotel sitzen. Mhm. Im Bett. Ja, da kann man sich ja schon alles ausmalen. Ja. Und das hast du den Mann auch nicht gefragt? Nee, habe ich mich bis jetzt noch nicht getraut. Ja. Das Schwierige an der Sache ist, ich meine, wollen wir erstmal das Positive sehen. Das Positive ist, dass du sagst, mein Sohn ist schwul, das ist mir scheißegal. Ja. So, das ist nicht die Thematik. Ja. Positiv finde ich auch, dass das alles so offen ist, dass du gleich mit dem Mann hast reden können, dass du den persönlich kennst, dass du auch noch einen guten Eindruck von dem hast. Mhm. Wie der nun wiederum sein Leben da organisiert mit seiner Familie, kann dir ja auch Schnuppe sein. Mhm. Dein Sohn ist ein 19-jähriger junger Mann, also ein erwachsener Mensch. Dem kannst du ja nichts verbieten mehr. Da kannst du natürlich als ältere und erfahrener Mensch und auch als Mutter deine Sorgen zum Ausdruck bringen, dass das vielleicht alles ein bisschen schief hängt und dass das keine Zukunft hat und was man alles so sagt. Aber wenn der wirklich in den verknallt ist, wirst du das nicht verändern können und verhindern können. Da kannst du nur die Strategie fahren des Vertrauens, dass er zu dir kommt, wenn es Probleme gibt. Wenn du zu massiv dagegen bist, dann mauert der. Natürlich. Dann kriegst du gar nichts mehr mit. Genau. Ich glaube, das ist die einzige Strategie, dass du ihm sagst, pass mal auf, ich kann es irgendwie nachvollziehen, ist doch nicht meine Welt, aber ich respektiere deine Gefühle und mach, was du für richtig hältst. Ich bin für dich da. Hm. Dazu muss man auch mal sagen, der war auch früher mal Lehrer und da wurde er auch suspendiert. Wegen, ja. Ja, aber dein Junge ist 19 Jahre alt. Hm. Wenn er jetzt 16 wäre, wäre das eine ganz andere Geschichte. Das ist das Schlimme. Das ist das Schlimme für dich. Mhm. Glaubst du denn deinem Sohn wirklich, dass er
verliebt ist, dass er auf den steht, dass das eine Leidenschaft ist? Oder meinst du, dass es auch irgendeine Faszination des Älteren ist, große Welt, Fünf-Sterne-Hotel und weiß ich was? Beides. Mhm. Beides. Ich denke, für ihn ist das die erste Erfahrung in seinem ganzen Leben. Ich meine, der hatte zwar vorher auch schon eine Freundin, aber überhaupt keine sexuellen Erfahrungen, das weiß ich. Mhm. Und jetzt stelle mal vor, da bist du bei einem 61-jährigen erfahrenen Mann. Klar. Das sind meine Sorgen. Und da habe ich auch schon, weiß ich nicht, da soll ich mal zu einem Psycholog gehen mit dem. Habe ich ihm auch schon vorgeschlagen. Ja, gehe ich mit, ich weiß es nicht. Du hast deinen Sohn vorgeschlagen, ja, zu einem Psychologen zu gehen? Ja. Und da hat der Sohn gesagt, ja, gehe ich mit? Ja. Ja, ich meine, wenn der mitgeht, könnte man die Chance auch beim Schopfe fassen, um da so ein Gespräch einfach mal zu dritt zu finden, zu führen, um vielleicht eine Gangart zu finden, wie man sich jetzt weiter verhält. Aber im Großen und Ganzen glaube ich ganz einfach, Annette, dass dir die Hände relativ gebunden sind. Hm. Na, ich möchte jetzt auch nicht die Frau anrufen. Ich kann mir nur nicht vorstellen, nein. Wenn ich eine Familie bin, das wäre ja genauso, wenn es jetzt eine Frau wäre oder ein Mädchen wäre mit einem 63-Jährigen zusammen. Das hatte jetzt mit der Sexualität gar nichts zu tun. Ja, es hängt kolossal schief. Also ja. Ich hatte ja gestern auch schon so einen Fall, Genau, bin ich nämlich aufmerksam geworden, wie du sagtest, mein Gott, du bist 57 und der Junge war 18. Ja. Ja, das sind Lebenswelten, die einen da trennen. Aber ich meine, du hast in dem langen dreistündigen Gespräch mit dem Mann, hast du schon den Eindruck gehabt, dass er auf jeden Fall nichts Böses deinem Sohn antun würde? Ja, ich hoffe es. Aber ab und zu kommen mir trotzdem immer die Zweifel. Immer wieder. Was könnte denn Böses sein? Weiß ich nicht. Ich denke mal, weil mein Sohn wirklich so jung aussieht, weiß ich ja nicht. Das ist ja eine pädophile Art. Ist das dann was Krankhaftes, oder? Das kann durchaus sein, dass das bei dem Mann so gegeben ist. Ja. Aber aufgrund der Tatsache, dass er so... Entschuldige, dass er so 19 Jahre alt ist, ist das nicht greifbar. Kann man nichts machen. Das weiß der auch ganz genau. Das weiß er, genau, ja. Weißt du, wenn ein 60-jähriger Mann mit einer 20-jährigen Frau auftaucht, ist es dasselbe. Hm. Und da reden die Leute dann vielleicht auch drüber, aber eher weniger drüber als in so einer Konstellation. Das ist genauso seltsam, finde ich. Ja. Was macht dein Sohn? Ist er berufstätig oder noch Schüler? Der hat Fachabitur gemacht, ja. Der ist in der Ausbildung. Mhm. Und er wohnt ja bei dir? Noch, ja. Mhm. Annette, ich fasse das nochmal so zusammen, wenn der das mit dem Psychologen macht, okay, geht mal hin, das kann nicht schaden. Aber letztendlich versuche ihn nicht unter Druck zu setzen, deinen Sohn. Das versuche ich ja schon. Lass die Tür weit auf, in dem Moment, wo er nämlich in Konflikte gerät, muss er das Gefühl haben, die beste Ansprechpartnerin ist meine Mutter, bei der kann ich Hilfe finden. Genau. Das denke ich so. So die Richtung würde ich jetzt fahren. Hm. Vielleicht muss er auch selbst die Erfahrung machen mit seinen 19 Jahren, ist zwar noch sehr jung, aber vielleicht ist es für ihn auch einfach eine Lebenserfahrung, die er da jetzt sammelt. Hm. Aber du meinst schon, mit 19 wüsste man schon ganz genau die Sexualität. Ich habe jetzt Angst, dass er ihn auch so beeinflusst. Also du bist jetzt. Nee. Er kommt also wirklich mit Dingen raus, also nach 2 Wochen mit ewiger Liebe und sowas, ne? Naja, gut. Das sagen, also meinst du, das wäre normal? Das ist normal. Das haben wir auch alle immer gesagt, wenn wir verliebt sind. Ja. Du auch? Nee. Ach, Annette. Damals, als du 17, 19 warst. Ja, ja. Ewige Liebe und... Na ja, gut, da war ich halt eben noch 17 oder 19 und keine 61. Ja, klar. Ja, sicher. Also... Ich habe das, glaube ich, so gesagt, wie ich es empfinde und sehe. Und wie gesagt, mit dem Psychologen, das macht mal, wenn er mitgeht. Und ich wünsche einfach, dass alles gut läuft und du dir nicht so große Sorgen machen musst. Alles klar. Alles Liebe, alles Gute. Danke dir. Ne? Tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch per Telefon oder per Mail domian@wdr.de plus eure Telefonnummer bitte in die Mail reinschreiben und kurz euer Anliegen umreißen. Mehmet ist hier. Mehmet ist wie alt? 18. Hallo? Hallo Mehmet. Hallo. Fängt ja schon gut an mit einem Piepser. Ja. Ja. Und was geht's denn bei dir? Also ich hab was mit der Frau von meinem Chef. Du hast was mit der Frau von deinem Chef? Gehabt. Aber die Frau ist nicht 61?
Nein, aber 43. Jetzt piepst du schon wieder. Ich glaube, dein Akku geht irgendwie leer. Hörst du das auch? Ja, das war wegen Signal. Jetzt ist wieder gut. Jetzt müsste gut sein. Ja. 43 ist die Frau. Ja. Ja. Und mit der, das ist die Frau von deinem Chef. Ich habe es akustisch nicht so ganz genau verstanden. Das ist die Frau von deinem Chef? Ja. Und mit der hattest du was oder hast du was? Hatte. Ja. Wie lange? Nee, das war nur einmal. Ach so, einmal. Also einmal Sex. Ja. Ja. Wie kam das dazu? Also ich war allein mit ihr im Laden. Also sie schafft auch im Laden. Ja. Und der Chef war nichts da. Kurs und Mitarbeiter war auf Außendienst. Mhm. Und ich habe mich immer gut mit ihr verstanden und dann ist es passiert. Dann hat sie dich verführt? Ja, nicht ganz, aber so gegenseitig. Gegenseitig. Ja. Ist es gar in dem Laden passiert, wo ihr gearbeitet habt? Ja, im Personalraum. Im Personalraum? Ja. Wann war das? Vor 2 Wochen. Vor 2 Wochen. Wie fühlst du dich jetzt danach? Scheiße. Warum? Weil ich habe Angst, weil die Ehe ist ein bisschen kompliziert, weil die streiten sich oft im Laden. Also die Ehe ist kompliziert und die streiten sich oft im Laden? Ja. Mhm. Und jetzt habe ich Angst, dass vielleicht Frau jetzt vielleicht denkt, was Ernstes wäre oder so. Mhm. Oder wenn das jetzt rauskriegt und mich dann feuert. Verstehe. Du machst eine Ausbildung da. Ja. Und wie lange machst du die Ausbildung noch? Noch ein Jahr. Ein Jahr. Mhm. Es sind 2 Wochen jetzt her. Wie hat sie sich denn dir gegenüber verhalten jetzt in den letzten 2 Wochen? Also ich habe versucht, dir aus dem Weg zu gehen. Mhm. Und von dem her, sie hat mich so, ja, noch teilweise komisch angeschaut, aber also so mit verträumten Augen, aber sonst recht normal. Achso, sie hat dich mit verträumten Augen angeschaut? Ja, teilweise. Woraus du schließt, dass sie vielleicht nochmal würde wollen oder mehr will? Ja, weil ich halt auch, ich habe Angst, weil ich habe 2 Kinder. Ja. Und ja, und ich will nicht eher kaputt machen. Mhm. Mhm. Bist ja in einer schwierigen Situation, das stimmt wirklich. Ja. Mhm. Sie hat aber nicht noch einmal versucht, irgendwie in den letzten 2 Wochen näher an dich ranzukommen. Nein. Mhm. Hältst du es für möglich, dass, ja, sie guckt dich ein bisschen verträumt an, aber hältst du es für möglich, dass für sie das vielleicht auch so eine einmalige Sache war und ihr das Ganze auch zu gefährlich wird? Ich hoffe. Mhm. Sagen, also jetzt sicher kann ich nichts, aber ich hoffe nicht. Ich meine, du könntest ja Folgendes machen, du kannst es ja erstmal so weiterlaufen lassen wie jetzt im Moment. Du gehst ihr etwas aus dem Weg und beide tut ihr so, als wäre nichts passiert. Da ist aber Haken. Bitte? Da ist aber ein Haken. Habe ich nicht verstanden. Da ist aber ein Haken. Da ist ein Haken, ja. Und der wäre? Weil ich glaube, Mitarbeiter, die haben immer so gefragt, warum ich so komisch drauf bin und so. Und deswegen weiß ich nicht, ob die vielleicht zu Chef rennen damit und der mich ausquetscht. Achso, du bist komisch drauf und du hast Sorge, dass der Chef dich ausquetscht. Ja, warum ich so komisch drauf bin. Und ich bin schlechte Lügner. Das ehrt dich sehr. Aber in dem Fall solltest du wirklich im Mund halten. Ja, das ist mir schon klar, weil ich habe ja nur Hauptschulabschluss. Mhm. Und ich so eine Stellung als Einzelhandelskaufmann, weiß nicht, ob ich nochmal kriege. Verstehe. Also es ist für dich eine ganz wichtige Lebensentscheidung, jetzt da zu bleiben und Lebenssache. Genau. Also dann versuch doch mal, wieder so normal wie möglich dich auch den anderen Kollegen über zu verhalten. Ja. Versuch das Ganze vielleicht einfach unter den Teppich zu kehren. Vielleicht funktioniert es ja, dass sie auch das schnallt, dass es nicht geht. Ja.
Sollte sie nochmal ansatzweise irgendwie einen Vorstoß machen und dich irgendwie ja ein bisschen näher an dich ran wollen, dann musst du sagen, liebe Frau so und so, ich möchte es nicht, weil das geht hier alles nicht und so weiter. Sie sind verheiratet, ich bin in einer abhängigen Position und so weiter. Ja. Also vielleicht erstmal wirklich schweigen, vielleicht überschweigt sich die ganze Sache und in einem Jahr ist das vergessen. Und wenn sie anfängt, dann musst du ein klares Nein sagen oder ihr das natürlich auch erklären. Ja. Ah, schwierig, das ist wirklich blöd, dass du da reingeraten bist. Ja, scheiße. Wirklich, wirklich. Jede andere, aber nicht gerade die Frau vom Chef. Ja. Wie viele Mitarbeiter gibt es denn da noch? Insgesamt 8. 8. Und da ist schon einigen aufgefallen, dass du irgendwie ein bisschen komisch bist. Ja, die haben halt festgestellt, dass ich teilweise eben so vor mich hin grüble und ich bin halt sonst immer lustig drauf und das kenne ich gar nicht. Also wenn dich da jemand anspricht, dann sagst du halt, es gab private Probleme, die gehen niemandem was an und dann ist es dann irgendwann auch gut. Ja. Ich meine, du kannst es ja jetzt nicht mehr ungeschehen machen, es ist nun mal einmal passiert. Ja, es ist völlig daneben, was da passiert ist, aber nun ist es nun mal so gelaufen. Und jetzt gilt es, da so gut wie möglich rauszukommen aus der Sache. Ja. So, tu erstmal so, als wäre nichts passiert. Versuch ein bisschen gute Miene zu bösem Spiel zu machen. Ja. Und wenn die Frau nochmal was will, dann ein klares Nein mit einer freundlichen Erklärung. Okay. Ja. Und dann drücke ich dir die Daumen, dass du gut über das letzte Lehrjahr noch rüberkommst und die Sache dann wirklich vergessen ist irgendwann. Ah, danke. Alles Gute, Mehmet. Danke. Tschüss. Tschüss. Der Mehmet. Mann, oh Mann, oh Mann. Hier ist Timo. Timo ist 32. Hallo, Timo. Ja, hallo. Guten Morgen. Hi. Morgen. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich stehe davor, mein Freund kann nicht damit um, dass ich positiv bin. Nicht wirklich. Du bist HIV-positiv? Ja, seit 5 Jahren. Mhm. Und die Erkrankung ist nicht in irgendeiner Weise ausgebrochen? Nee, überhaupt nicht. Nein. Ich bekomme Medikamente, bin da gut eingestellt und laufe damit eigentlich ganz perfekt. Ja. Wie lange bist du mit deinem Freund schon zusammen? Wir sind jetzt etwas über ein halbes Jahr zusammen. Ja. Und ich stehe halt vor der Frage, ob ich das noch länger mitmachen soll oder eher sagen soll, nee, ich mache es nicht mehr für mich, weil er damit, wie gesagt, überhaupt nicht umgehen kann. Du hast ihm aber von Anfang an gesagt, dass du positiv bist. Ja, er wusste es von Anfang an und es war für ihn nicht das Problem. Was heißt denn, am Anfang war es nicht das Problem? Ja, er hat immer gesagt, es wäre nicht das Problem für ihn. So, was heißt denn das? Was heißt das denn jetzt? Er kann damit nicht umgehen. Was heißt das konkret? Ja, dass ich merke, dass er halt immer distanzierter zu mir wird. Er hatte von Anfang an Fragen bezüglich der Infektion, das ist klar, die dann auch alle irgendwie ja von mir beziehungsweise auch von unserem Arzt beantwortet wurden. Mhm. Aber, also es gab ein Dreiergespräch, Arzt, du und Freund. Ja, ja. Das war auf jeden Fall da. Das wollte ich ganz gerne, damit er Bescheid weiß, was Sache ist, ja, wie das Ganze vonstatten geht da. Und er kann trotzdem damit nicht wirklich umgehen, denn man merkt, dass er distanziert sich immer mehr von mir. Was heißt das? Distanziert er sich von dir körperlich? Körperlich, ja. Es ist also nicht mehr so, dass was dann am Anfang mal war, dass er da war oder dass er einmal einen Arm genommen hat oder so. Das ist also. Weil er. Und unterstellst du, dass er doch Angst hat, sich irgendwie anzustecken? Er hat von Anfang an Angst gehabt, sich anzustecken. Also das hat er schon zugegeben. Und ich denke, dass die Angst einfach immer größer wird. Ne? Wenn er so verspannt ist, wie läuft denn dann eure Sexualität, so es sie überhaupt noch gibt? Mittlerweile gibt sie kaum noch. Und ja, es ist halt nicht mehr das, was man sich sonst so denkt. Also es ist einmal die körperliche Distanz aus Angst vor eine irrationale Angst vor Ansteckung. Ja. Und es ist aber auch so eine mentale Distanz. Warum die? Die mentale Distanz hat er mir mal, oder am Anfang hat er mir immer gesagt, er hat Angst, mich zu verlieren an etwas, wogegen er nicht kämpfen kann. Nochmal, er hat Angst? Mich zu verlieren an etwas, wogegen er nicht kämpfen kann. Das heißt, er hat viel mehr Angst, dass die Krankheit mal irgendwann ausbricht. Ach
Ach so. Wenn er sich dann zu intensiv in mich verlieben würde, wäre ich dann verloren und wäre weg und da könnte er ja nichts machen. Also sagte der Egoist. Genau. Ne? Gibt es eine egoistische, egozentrische Aussage als die, als das Zitat, was du da gerade gebracht hast? Nein. Spricht nicht sehr für ihn, finde ich, so eine Aussage. Nee. Würde mich sehr kränken an deiner Stelle. Doch, tut es auch, ja. Immer wieder mal. Ne? Also ich bin da sehr hart im Leben eigentlich, aber ja. Es kränkt schon. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Es kränkt alles. Es kränkt doch alles. Ich meine, wenn er sich in dich verliebt hat und mittlerweile ist die Aufklärung so perfekt, wie man sich eben bestens schützen kann und dass man sich nicht infizieren kann, wenn man alles bedenkt. Da finde ich es schon, dass es würde es mich schon sehr kränken, wenn mein Freund dann auf Distanz wäre. Und dann, ja. Noch, und dann noch so ein Argument, was du gerade gebracht hast, das finde ich den Hammer, ehrlich. Ja, es spricht wieder für dieses Nicht-Aufgeklärt-Sein oder diese Nicht-Bereitschaft, sich aufklären zu lassen irgendwo. Ne? Man leidet da doch irgendwo drunter. Und da habe ich jetzt wirklich gesagt, ich stehe davor und bin echt am Überlegen, ob ich mir das noch länger antue. Mhm. Oder ob ich dann wirklich sage, nee, dann bin ich lieber alleine und irgendwie besser aufgehoben. Ach, weißt du, wenn ihr bei einem Arzt gesessen habt und der Arzt ihm genau erklärt hat, was ihr machen könnt und was ihr nicht machen könnt. Man weiß heute alles, was man machen kann. So. Dann weiß der auch Bescheid. Dann ist das eine hysterische Zickerei, die er da, ein Zickentanz, den er da vor dir aufführt. Ja. Ist also wirklich, man kann das alles, dieses Unverständnis oder auch diese Angst, die er hat, die kann man gar nicht richtig beschreiben, weil das sind so Kleinigkeiten, wo ich echt denke, so, das kann echt nicht wahr sein. Nennen wir noch so eine Kleinigkeit. Fing an, über gleiche Handtücher benutzen, bis hin gleiche Badewanne oder Duschwanne, muss man die vorher desinfizieren oder ähnliches. Die ich am Anfang erst gedacht habe, okay, das ist vielleicht Unwissenheit. Ne? Ja, aber das kann man ja ganz schnell aufklären und wir wissen seit 10, 15 Jahren, dass all dieses harmlos ist, was du gerade beschrieben hast. Ja, das ist also... Und dennoch interessiert ihn das nicht. Dennoch hat er Angst. Dennoch macht ihn das nicht locker. Nee. Überhaupt nicht. Und er hat Angst, dass er irgendwann sollte die Krankheit bei dir ausbrechen, sollte das Böse eintreten, dass er dann alleine ist. Ja, er hat dann die Angst, dass er alleine ist und... Er hat nicht die Angst, dass du eventuell leiden könntest und dass es für dir schlecht geht, sondern dass er alleine da steht. Dass er dann alleine ist. Und dass er die Zeit und die Liebe fehlinvestiert hat. Genau. Vergess den Kerl. Ja, Mensch. Also so die Seite, die ich dann auch sehe, beziehungsweise langsam auch merke, was halt eine Zeit lang gedauert hat, ne? wo ich dann auch erst gedacht habe, die erste Zeit war es wirklich so, dass ich gedacht habe, okay, ist unwissend und hat vielleicht Angst, kann man ja auch ein bisschen verstehen, aber wenn man verliebt ist, versucht man das alles ja so immer noch zu erklären, wenn der andere sich blöd verhält. Und ein halbes Jahr ist auch nicht lang. Hat das denn sehr an deinem Verliebtheitsgefühl gekratzt schon, sein Verhalten? Ja, doch. Also es ist für mich schon so ein Gefühl wie, ist halt so ein Nebeneinander her, das ist schon kein wirkliches Miteinander mehr. Ja, es ist auch eine Diskriminierung, finde ich. Es ist auch er setzt dich ja runter durch sein Verhalten. Ja, das ist eine Abstufung. Definitiv. Typische Abstufung, die ich dann mehrfach schon mitgemacht habe. Nicht nur bei ihm, sondern bei anderen Leuten auch. Mhm. Das ist so diese typische Abstufung, die man noch zusätzlich kriegt. Mich wundert überhaupt, dass wenn der so drauf ist, dass der sich auf dich eingelassen hat, obwohl er wusste, dass du HIV-positiv bist. Ja, es hat mich eigentlich von Anfang an gewundert. Ich bin da eigentlich derjenige, der da oft mit reingeht, auch in der Beziehung mit reingeht, weil ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Ich möchte nicht wissen, wie viele es nicht sagen, weil es sich dann leichter leben lässt, aber ich bin der Meinung, der Partner muss es oder der zukünftige Partner muss es auf jeden Fall wissen. Finde ich auch. Finde ich eine richtige Einstellung. Da er Krankenpfleger ist, habe ich gedacht, okay, da wird der dann auch ein bisschen Hintergrundwissen haben. Aber ach, er ist sogar Krankenpfleger? Ja. Das macht das Ganze ja noch schlimmer. Ja. Das macht das Ganze ja katastrophal sogar. Mhm. Ja. Und ist dann halt auch, sind dann jetzt zum Schluss noch so die Vorwürfe gewesen, dass grundsätzlich bei denen auch abgestuft wird von Leuten, die sich durch eine Infusion oder Transplantation infizieren. Das sind die guten HIV-Positiven, weil die können da ja nichts für. Mhm.
und die das über den sexuellen Wege kriegen, das sind die bösen HIV-Positiven und die sind ja selber schuld. Und du bist einer, der das über einen sexuellen Verkehr bekommen hat? Ja, ich habe das damals von meinem Ex-Freund bekommen, der ist in einer dreieinhalbjährigen Beziehung fremdgegangen und hat sich infiziert und hat mir das so als Überbleibsel gegeben. Was willst du noch hören von dem? Was hält dich denn an dem noch? Bei dem? Eigentlich nicht mehr wirklich was. Aber das ist so das letzte Ende immer noch, was man... Ja, es ist natürlich auch eine Niederlage, wenn man... Klar, das ist traurig. Du warst auch verliebt und wenn man das dann so allmählich... Wenn ich dann wieder sage, eigentlich hat schon wieder das Positive gewonnen, weißt du? Ich verstehe. Ich muss mich einer Sache hingeben, die wieder über mich zwar nicht körperlich gesiegt hat, aber dann eben halt doch in dem Bereich. Streitet ihr denn viel oder redet ihr viel darüber? Ist das Hauptthema? Nee, eigentlich ist das gar nicht mehr Hauptthema. Das ist so. Aber du merkst, es ist halt alles in der Luft. Es ist immer so über euch. Ja, das ist immer über uns. Und wenn ich dann mal, es gibt ja auch mal Tage, wo man sich wirklich nicht fühlt, sei es wie durch die Medikamente, dass man halt Nebenwirkungen hat oder ähnliches, wo es mir wirklich auch mal schlecht geht. Das darf halt nicht sein. Ist er denn da? Ich meine, besonders als Krankenpfleger, ist er da ein bisschen mitfühlend und passt auf, dass du, fragt er, dass du die Medikamente auch regelmäßig nimmst und ist das so Thema, die Medikamente alleine? Ja, da achtet er schon drauf. Also schon regelmäßig die Medikamente zu nehmen, da achtet er schon drauf. Wobei, das braucht er gar nicht. Das mache ich schon, das ist schon so ein automatisches Ding geworden. Dass man morgens und abends seine Medikamente nimmt, dann ist gut. Das stört mich wirklich. Nur wie gesagt, wenn mir das dann mal dreckig geht oder so, dann ist vorbei. Ne? Das darf es nicht sein und das kann nicht sein und ich soll mich nicht so anstellen, eine andere Pille nehmen und dann geht's schon. Ja, und spielen wir mal durch, wie der drauf wäre, wenn es dir vielleicht wirklich mal dreckiger ginge. Ja, das habe ich mir auch schon ein paar Mal durch den Kopf gehen lassen. Ich habe schon gedacht, wenn ich dann doch mal ins Krankenhaus müsste oder ähnliches, denke ich nicht, dass er derjenige wäre, der dann neben dem Bett stehen würde oder sitzen würde. Die Gedanken sind mir auch schon gekommen. Also Timo, ja, was du mir jetzt gerade alles erzählt hast, ist dieser Mensch mir sehr unsympathisch. Sehr. Und ich glaube, wenn ich du wäre, ich würde mich so gekränkt fühlen, dass ich sowieso über kurz oder lang mich von ihm trennen würde. Vielleicht ist das ja auch schon längst vorbereitet in dir. Ich denke schon, dass es also so ein Abschluss fehlt halt. Ne? Ja, ja, klar. So dieser Abschluss einfach. Ja, ja. Ja, es ist... versuche es abzubuchen als ich meine, mir ist schon klar, dass es für dich schlimm ist und für dich schwer ist. Aber er steht menschlich ganz beschissen da, finde ich. Ganz beschissen. Für dich tut es mir sehr leid, aber du bist 32 Jahre alt und du bist ein netter Kerl, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe. Und da wird sich schon noch wieder was ergeben. Und hoffentlich mit einem anderen netten Mann. Ja, ich hoffe es auch irgendwann mal wieder. Ich denke, es wird eine Zeit wieder ins Land gehen oder so, wo man sich zurückzieht, aber... Ja klar, man muss sich erst mal wieder ein bisschen gesund... Ja, es ist so enttäuschend, ne? Ja, klar, also man sitzt davor und denkt, das kann nicht wahr sein, diese Unwissenheit ist. Ja. Timo, ich habe dir meine Meinung gesagt. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke gleichfalls. Dankeschön, auf Wiederhören. Ja, tschüss. Und hier ist Astrid. Astrid ist 43. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen, Astrid. Hallo. Ja, guten Morgen. Ich höre dich ein bisschen schlecht. Um was geht's bei dir, Astrid? Um Vereinsamung. Um was? Ich hab's nicht verstanden. Vereinsamung. Vereinsamung. Ja. Das heißt, es betrifft dich. Ja. Du fühlst dich sehr vereinsamt. Ja. Wie lange schon? Vier, fünf Jahre. Wie kommt das? Was ist passiert? Entschuldigung. Macht nichts. Macht überhaupt gar nichts. Wenn dir zum Heulen zumute ist, heul ruhig eine Runde. Das macht nichts. Das mache ich aber nur,
würde, ich frage dich mal einfach ein paar so Fragen, die man leicht beantworten kann, dann ist es für dich nicht so schwer, so lange zu reden. Du hast keinen Partner. Du lebst allein in einer Wohnung. Gehst du arbeiten? Womit nicht? Ja. Bist du körperlich gesund oder hast du eine Krankheit? Hallo? Jetzt ist die Leitung wieder weggebrochen. Gestern hatten wir das Pausenzeichen und jetzt die Leitung. Jetzt bitte ich meine Regie, die Astrid auf jeden Fall wieder zu versuchen. Wenn Astrid nicht stabil genug ist für die Sendung, auf jeden Fall zu unserem Psychologen zu geben. Ich weiß nicht, was los ist, aber wir versuchen das jetzt so zu regeln. So, dann versuchen wir es jetzt. Und hoffentlich hält diese Leitung mit Karl-Heinz. Und Karl-Heinz ist 43 Jahre alt. Guten Morgen, Karl-Heinz. Moin, Domian. Ich sag du, ne? Bitte? Ich sag einfach du. Ja, ich auch. So, pass auf. Ja, kein Thema. Ja. Ich habe vor gut 3 Jahren in Recklinghausen eine Frau kennengelernt. In Recklinghausen? Ja, richtig. Ja. Ich bin Ruhrgebieter und wir hatten Sex an allen 1000 Orten. Also alles, was du dir vorstellen kannst. Kaufhäuser, Freibad und Hallenbad, egal wo. Mhm. So. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, wie lange soll ich da noch mitmachen? Mhm. Und dann wurde ich vor 2 Jahren mit der Firma versetzt nach Wiesbaden. Ich bin Programmierer. Ja. So. Und ich fahre durch Wiesbaden. Und also ich muss ausholen. Dann hat die inzwischen rausgekriegt, wo ich wohne. Mhm. Ne? Einwohnermeldeamt, legst ein paar Euro. Ach so, da hattest du dich getrennt von ihr. Ja, richtig. Ja, bedingt durch den Job. Ich war froh, dass ich hier runterkam. Ja. So, jetzt arbeite ich hier im Hessischen, im Raum Wiesbaden. Ja. Und fahre mit dem Auto durch die Stadt, kam vom Job, wollte nach Hause, da geht mein Auto platt. So, ich eine Taxe angerufen und die Taxe kommt auch und wer sitzt am Lenkrad? Diese Frau. Nein, das gibt's doch nicht. Aber hallo. Ach, das gibt's doch nicht. Ja, das sag ich dir. Das ist doch Film. Das ist kein Film. Mann, die war früher im Ruhrgebiet genauso wie du ansässig. In Recklinghausen. Und ihr hattet Sex, dass die Balken sich gebogen haben. Aber hallo. Und dann bist du nach Wiesbaden gegangen. Richtig. Hast du dich von der Frau auch getrennt? Ja, ja, richtig. Warum hast du dich von der Frau getrennt? War mir nicht so klar. Ja, weil ich keinen Bock mehr hatte auf das ganze Theater. Sex, egal wo ging und wo wir gingen und standen. Also weil die... Das war nicht mehr normal. Weil die Frau sexsüchtig war. Ja, richtig. Und dann hast du einen Platten, das sind ja so viele Zufälle. Du hast einen Platten und dann kommt ein Taxi und in diesem Taxi sitzt diese Frau. Hat einen Job als Taxifahrerin hier unten angenommen und. Da hast du doch gedacht, träume ich jetzt? Mich trifft der Schlag. Und nu? Ja, und nun. Jetzt geht der ganze Theater wieder von vorne los. Das heißt, wie lange seid ihr jetzt schon wieder in Kontakt in Wiesbaden? Also knapp 2 Wochen. 2 Wochen? 8 Tage, 10 Tage, 10 Tage rum. Was heißt das? Du könntest doch sagen, nee, ich will nicht. Normalerweise sollte ich das sagen. Ja. Alt genug bin ich. Ja, aber? Ja, aber. Ja, aber. Ja. Wie, willst du doch irgendwie, oder? Ja, nicht richtig, wiederum doch und wiederum nicht und irgendwo reizt er das. Ach so, aber sie ist nicht so eine Stalkerin, dass sie dir ständig auf die Nerven geht und dich gar nicht loslässt? Nö, gar nicht. Ach so. Die ist wirklich wegen dir nach Wiesbaden gegangen? Richtig. Die hat Geld an den Füßen, die hat sich hier eine Eigentumswohnung gekauft und hat aus Hobby fährt die Taxi. Das ist doch verrückt. Ich kann es gar nicht glauben. Und hatte die denn schon Anstalten unternommen, dich zu finden? Ja, sicher. Ich habe ihm natürlich gesagt, ich wohne hier unten und können wir uns mal treffen und dann redet man und ich wohne da und sie wohnt da und jedes. Und das war der größte Fehler, den ich gemacht habe. Aber dieses Treffen auf der Straße war wirklich ein Zufall? Das war ein Zufall. Hätte ich keinen Motorschaden gehabt, wäre die ganze Sache nicht passiert. Oder vielleicht hat die dich heimlich verfolgt mit dem Taxi? Boah, das glaube ich nicht. Die wusste ja nicht, wo ich arbeite, gar nichts. Die wusste nicht, wo ich wohne, gar nichts. So, und durch diesen verdammten Zufall. Ja. Jetzt sagt Karl-Heinz mir, 43 Jahre alt, ich bin mit einer Frau zusammen, die will zu viel Sex haben, aber ich kann auch nicht Nein sagen. Richtig. Was ist das denn für ein Zustand? Ja. Was ist das denn für ein Zustand? Das verstehen meine Bekannten auch nicht. Nee, ich auch nicht. Nee. Und ich langsam selber nicht. Ich war froh, dass ich das Theater hinter mich gebracht hatte. Aber du hattest dich in Wiesbaden nicht schon neu umgeguckt nach einer neuen Frau? Ja, doch. Doch? Ich bin so locker liiert ein bisschen. Und was sagt die neue Frau zu... Die weiß natürlich gar nichts.
Wäre ja verrückt, wenn ich das erzählen würde. Mann! Ja. Jetzt bist du aber auf dem besten Wege, dich richtig zu verstricken. Ja, jein. Wie jein? Wenn du mit der, wenn du eine Freundin hast, dann kannst du nicht... so eine lockere Beziehung, dann ist das so nichts Genaues. Das andere dauerte damals 3 Jahre im Ruhrgebiet. Nee, ein gutes Jahr. Ein gutes Jahr? Ja, ja. Und vor 2 Jahren bin ich dann hier runter. Und, ach so, das war vor 3 Jahren, so hast du es gerade gesagt. Und wie oft hattet ihr damals Sex miteinander? Jeden Tag. Mehrmals? Ja, 1 bis 2 Mal, jeden Tag, ja. Ja. Und jetzt? Ja, so 2-3 Mal die Woche. Naja, ist doch okay. Ja, aber das wiederum nicht im Haus, um Gottes Willen. Ach, in sie Fingerclubs, in Gaststätten, auf Toiletten, im Hallenbad, in Kaufhäusern. Also, die junge Frau, wie alt ist denn die junge Frau? 35. 35. Die junge Frau steht drauf, die will Sex in der Öffentlichkeit haben. Jo. Und liebt den Thrill, vielleicht entdeckt zu werden. Ja, uns haben sie doch schon erwischt. Mit Anzeige und so? Nee, ohne Anzeige. Hausverbot und Ruhe war. Hausverbot in einem Kaufhaus, ja, oder? Sicher. Ich bin in den Ständern, wo die Anzüge und die ganzen Klamotten da hängen. Ja, ja. Karl-Heinz, aber ich habe das Gefühl, dass es dir da auch irgendwie ein bisschen Spaß macht. Ja, ist ein Thrill, also ganz normal, aber irgendwann nervt es ja auch mal wieder, ne? Ja, ich kann doch nicht mich von der Firma wieder versetzen lassen nach München runter und die Olle kommt nach. Dann, ja, wenn du ins Allgäu gehst, kauft die sich eine Eigentumswohnung im Allgäu und wird da Taxi fahren. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja. Man weiß es nicht. Mann. Gibt's dein Rat? Was bist du bist du denn in diese Frau auch ein bisschen verliebt? Ach, nee. Das war gewesen und vorbei. Purer, im Grunde die reine Sexualität. Purer, schmutziger Sex. Ja. Das ist die Verbindung. So sieht das. So, und wenn du jetzt sagen würdest, pass mal auf, Maus, ich finde das ja ziemlich geil mit dir, aber 2 Mal in der Woche reicht mir das. Würde sie darauf eingehen? Das weiß ich nicht, ich glaube nicht. Was würde sie denn dann machen, wenn du das so... Was würde sie dann machen? Ich weiß nicht, was für Gags sie sich noch einfallen lässt. Aber du bist doch ein Herr deiner selbst. Du kannst doch sagen, hier, so weit und Schluss, aus. Ja, normalerweise sollte man sagen, kann man weiß, was Mädchen, hau ab und Ruhe ist. Ja, klar. Gut, ich muss mir das mal durch den Kopf gehen lassen. Oder du musst es für dich nochmal so auf die Spitze treiben, dass du wirklich, wirklich gesättigt bist. Macht dir das denn, dieser ungewöhnliche Sex da an den ungewöhnlichen Orten, überhaupt keinen Spaß? Auch anfänglich hat das unheimlich Spaß gemacht, ja. Aber hinterher, irgendwann hat man auch davon die Schnauze voll. Ja, klar. Also es findet kaum Sex im Bett statt. Gar nicht. Wo ist es denn in Wiesbaden schon überall passiert? In jedem Kaufhausbaut. Also auf Kaufhäuser steht sie? Ja, sicher. Auf der Roadtrippe packt sie mich an. Wenn Betrieb ist, dann merkt keiner, sagt sie, komm. Ich sag, Mann, lass mich zufrieden, geh mir von der Hose. Geht doch gar nicht auf der Rolltreppe. Ja, nicht, aber so mit der Hand und das ganze Theater. Mann. Da gucken ja alle zu auf der Rolltreppe. Ja, sicher. Und das ist ja das, was die Frau so antönt. Ja, verstehe. Gut, was soll ich dir da raten? Ich kann dir raten, mach solange du Bock hast. Wenn du keinen Bock hast, lass sein. Punkt. Hängen lassen, ja. So, und lass da nicht die andere Frau nebenher laufen. Das ist für die blöd. Oh je, das wäre ein Hammer. Das ist wirklich blöd, wenn die das rauskriegt. Und dann musst du dich ja schon entscheiden. Willst du deine heiße Maus aus dem Ruhrgebiet oder die neue Freundin in Wiesbaden? Die ist ruhiger in Wiesbaden. Richtig. Ja. Kuscheln, Bett und so, die übliche Nummer. Auch eine schöne Sache. Ja, klar. Ja, okay. Karl-Heinz, du musst es entscheiden. Ich entscheide. Du bist der Meister. Okay. Alles Gute. Ich wünsche noch viel Spaß in der Sendung. Dankeschön. Tschüss. Alles klar, tschüss. Ja. Jetzt geht's weiter mit Tom. Tom ist 24, guten Morgen. Hallo? Guten Morgen. Hallo Tom. Hi, Domian. Weswegen rufst du mich an? Also ich habe folgendes Problem. Ich bin mit der Ex-Freundin meiner Mutter, also mit der Mutter zusammen. Mit der Ex-Freundin der Mutter? Aber die hatten keine Beziehung miteinander. Nein. Nein. Was heißt, ja, halt Mutter-Tochter halt, ne? Auf jeden Fall. Die wissen nicht, also sie weiß nicht, dass ich mit ihrer Mutter zusammen bin, aber ich bin eben offiziell mit ihr zusammen. Moment, da habe ich jetzt was falsch verstanden. Du bist mit der Ex-Freundin deiner? Freundin, also mit meiner Ex-Freundin, die Mutter mit der. Ach so. Sorry, ich bin ein bisschen nervös. Mit der Mutter deiner Ex-Freundin? Ja. Jetzt habe ich es verstanden. Die ist 43. Mhm. Aber du, lief das denn schon ein bisschen, während du mit deiner Freundin zusammen warst? Ja, also ich war
mit meiner Freundin 3,5 Jahre zusammen und es lief genau ein Jahr das letzte Jahr. Parallel? Ja. Das ist natürlich super mies. Das ist super beschissen. Ja. Auch von der Frau, von der Mutter, ihrer Tochter gegenüber, finde ich. Ja, das Problem, das Problem war ihr Ehemann. Also es war kurz zum Aus und sie hat bei mir Zuflucht. Also ich weiß nicht, ich habe sie einfach verführt und dann ist es halt passiert und ich habe mich auf sie körperlich dahin gezogen gefühlt. Warum hast du nicht früher mit deiner Freundin Schluss gemacht? Es ging nicht. Warum nicht? Ich habe mich auch zu ihr sehr hingezogen. Ja. Ich muss sagen, ich habe ein Problem mit Frauen, die ich ziehe Frauen an, die Probleme haben. Aber es gefällt dir auch dann der große Hilfszampano zu sein dann? Ehrlich gesagt, nein. Aber ich mache es, aber es gefällt mir nicht. Aber das Problem ist eigentlich, ich bin zurzeit mit einem Mädchen zusammen, das ich auch sehr liebe. Moment, du bist im Moment mit einem Mädchen zusammen und du bist mit der Mutter deiner Ex-Freundin zusammen. Also du hast zwei Frauen im Moment. Ja. Also mit der Ex-Freundin und der Mutter bin ich nur zusammen, weil sie mich finanziell sehr viel unterstützt. Das heißt, du hältst die Hand auf. Ja. Klingt scheiße, ne? Ich weiß. Klingt einfach scheiße, müsste man gar nicht weiter drüber reden. Okay. Nee, wir können reden, aber ich meine, das moralische Urteil ist ja schon klar, ne? Ja, aber ich helfe ja. Also, so könnte man auch Prostitution nennen. Ja, das stimmt schon. Da muss man ganz böse zu sagen. Ja. Weißt du das, dass du nur des Geldes wegen mit ihr? Nein. Nein. Du spielst der Liebe vor. Sozusagen, ja. Und die weiß auch nicht, dass du noch eine Freundin hast. Nein. Und deine Ex-Freundin weiß natürlich auch von allem nichts. Nein. Boah, Tom. Das ist aber krass, was du mir da erzählst. Es kommt noch viel härter. Bitte, erzähl. Das Mädchen ist eine Türkin und sie war noch Jungfrau bis letztes Wochenende. Mhm. Und das Krasse ist, ich muss sie jetzt auch heiraten. Also ich habe ja die Jungfräulichkeit genommen und die Mutter hängt so an mir, dass wenn ich mit ihr Schluss machen würde oder so, ich weiß nicht, wo. Sie war kurz echt mit den Schlaftabletten davor, weil ich das mal schon vorhatte. Bist du Deutscher? Nein. Woher kommt deine Familie? Auch aus der Türkei. Mhm. So, wie kriegt man da jetzt etwas klare Verhältnisse in die Lage rein? So, eigentlich ganz einfach. Zuerst musst du diesen Kontakt beenden mit der Frau. Das ist leicht gesagt. So hart das für die Frau auch ist. Aber das musst du für deinen eigenen Stolz auch machen. Denn eigentlich kannst du dir nicht richtig in die Augen gucken im Spiegel. Ja. Finde ich. Ja, es gibt Tage, wo ich verzweifle. Also Hast du das denn finanziell so nötig? Ja, was heißt nötig? Ich meine, jeder würde doch die Hand aufhalten, wenn er ein paar Tausend oder ich rede jetzt von großen Summen kriegt. Nee. Nicht so Kleinigkeiten. Nee, das wird nicht jeder machen. Du zahlst einen hohen Preis dafür. Du verkaufst dich, Junge. Was gibt die dir denn so im Monat? Also ich sag nur so, sie hat mir ja letztens ein Auto gekauft von sehr hohem Wert. Und sie gibt mir nichts so monatlich, sondern sie fragt mich jedes Mal, wenn ich bei ihr bin, ob ich was brauche. Hm. Was machst du vom Beruf? Ich bin Mechaniker. Hm. Klar, wenn man ein Auto geschenkt bekommt, ist die Verlockung sehr groß. Natürlich. Aber das ist keine Entschuldigung, keine Rechtfertigung, Tom. Nee, das stimmt. Also die Sendung geht jetzt gleich vorbei. Wir werden dich gleich nochmal anrufen. Ich sag dir nur von hier aus nochmal, das ist der erste Schritt, dass du aus dieser Prostitutionsverhältnisgeschichte raus musst. Mhm. Legen wir auf, wir rufen dich gleich wieder an, okay? Okay. Bis gleich. So, meine Lieben, das war's für heute. Morgen sind wir wieder.